Hallo zu einer neuen Runde Pickups. Es gibt so viel Neues in der Sammlung. Seid gespannt. Die Sammlung ist, ja, hat sich erweitert. Es ist eine ganze Menge dabei. Ich habe für euch jetzt erstmal hier ein paar Games. Ich habe Filme, ich habe Toys, ich habe Mangas und Comics. Ich musste mal gucken, was ich hier aufgebaut habe, damit ich mich auch erinnere. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß es schon. Ich hoffe, es sind ein paar Sachen, die euch auch zusagen. Naja, was soll's? Es ist in meiner Sammlung und der von meinem Bruder gelandet. Es sind viele schöne Sachen dabei, deswegen zeige ich sie euch einfach mal. Und ich fange mit Toys an. Ja, ganz simpel, mit drei Kleinigkeiten und zwar mit Schlümpfen. Ja, wieso kommen Schlümpfe dazu? Hier seht ihr Überraschungspacks. Ich habe drei Stück. Und zwar, ihr seht hier vielleicht McDonald's. Meine Schwester hat mich oder mich und mein Bruder besucht und aus Gag hat sie von Happy Meals die Schlümpfe mitgebracht. Ich finde diese Boxen wirklich sehr, sehr witzig. Und da sind Schleichschlümpfe drin. Also wirklich qualitative Schlümpfe. Schleich ist ja wirklich die Marke, die die Rechte hält. Und dann gibt es jetzt hier zur Überraschung immer einen Schlumpf und eine Karte. So, ich packe hier mal aus. Na, die Karte klemmt sich gerade hier ein. So, also haben wir hier eine Karte. Mechanikerin Blossom. Das ist ja von den wilden Schlümpfen sozusagen eine. Mal sehen, ob die auch hier drin ist. Ja, und die ist dann auch hier drin immer. Dame. Ja, schon ganz witzig. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten mache. So, mach ich mal kurz da rein. Dann lege ich das mal dahin, die Karte davor und die Schlumpfdame. Ja, also qualitativ muss ich sagen, sind die immer wieder gut. Also hochwertig gemacht, die Schleichschlümpfe, schön bemalt. Aber sie sind schon aus einem anderen Material, als ich es aus meiner Kindheit kenne inzwischen. Also ist schon ein richtig anderes, ja, ist richtig anders geworden. Plus 3 Jahre, also 3+, ab 3 Jahre kann man sagen, steht dran sogar. So, wollen wir mal gucken, welche Figur hier drin ist. Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht. Mein Bruder hat sie in die Hand gedrückt. Ich habe ganz vergessen, mir sie selbst anzugucken. So, Box hierhin. Und hier haben wir den Imkerschlumpf als Karte. Legen wir mal auch dahin. Und mal sehen, ist der auch da drin. Ja, hier sehen wir den Imkerschlumpf. Oh, ganz schön breit. Gewaltig sieht er aus. Nicht schlecht. Hat was. So, er wird auch wieder eingepackt, deswegen packe ich das Papier. Man finde ich auch nicht schlecht, das ist so ein bisschen geschützter noch. Und dann haben wir jetzt noch den letzten Schlumpf. In der dritten Packung. Gut, können wir mal davor stellen. Und hier haben wir den Rollschuhschlumpf als Karte. Und der müsste ja auch hier drin sein. Oh, kommt Papier da rein. Ich will das nachher da wieder reinwickeln, deswegen lasse ich das so. Hier haben wir den Rollschuhschlumpf. Auch ganz witzig. Ja, wie gesagt, man merkt schon, dass sie anders sind. Der fühlt sich mehr nach Plastik an und das andere war ja wirklich mehr Gummi. Ja. Sind nicht ganz meine Schlümpfe mehr. Aber egal. Haben sie Geschenke gekriegt und es ist eine schöne Sache und sowas macht sie im Happy Meal immer gut. Schlümpfe sind irgendwie zeitlos und Schlümpfe, da habe ich noch was Zweites hier, aber damit geht es weiter erst, nachdem wir die Toys sozusagen abgeschlossen haben. Und dann geht es weiter mit Star Wars. Und zwar, ich war mit meinem Bruder im Kino und wir hatten noch ein bisschen Zeit und dann sind wir durch den GameStop gegangen und da gab es gerade eine riesen Rabattaktion, also ich glaube 30% fast auf Toys und so. Und da hat mein Bruder von Star Wars, der Black Series, dieses Set gefunden aus Jedi Fallen Order und dann der Cal Kestis in dieser Figur, in Serie, so schön in seinem Arbeitsdress mit einem bisschen anderen BB-8, nee, dem BD-Droiden jedenfalls. Das Interessante ist, diese Version ist teilweise nur über GameStop erhältlich gewesen. Das ist so ein bisschen seltenere Version
Und er hat jetzt bezahlt, sie sollte, glaube ich, 30 kosten, hat so knapp 24 Euro oder so bezahlt. Oder 22. Also war richtig günstig und der wird richtig teuer gehandelt mittlerweile. Also nicht schlecht. Ja, mein Bruder, wie gesagt, ist großer Fan von dem Computerspiel. Und ja, da macht sich diese Sache natürlich auch recht gut. Ja, ein Kyle Kestis hat sich in die Sammlung eingefunden. Und mit Star Wars geht es nochmal weiter. Und zwar ist es diese Ahsoka-Figur, die in die Sammlung hinzugekommen ist, aus der Clone Wars-Reihe. Mein Bruder hatte sie sich eigentlich schon länger bei einem Toy Store, so ein Online-Toy Store vorbestellt. Aber irgendwie kriegte er die nicht rein, dann hatten noch andere Händler ihn angeboten und dann hat er einfach mal zugegriffen und was hat er bezahlt? So 17 Euro. Ja, so ganz normaler Preis. Auch sehr, sehr schön. Das Artwork, das ist halt eben halt aus der späteren Clone Wars Staffel. Hier ist sie schon ein Erwachsener. Und ja, die Figur ist auch sehr gut getroffen, finde ich. Also wirklich. Kann sich sehen lassen. Ja, und dann, ich sagte, Schlümpfe geht's weiter. Ich komme zu Comics. Meine Sammlung wird da auch größer, obwohl ich da nicht so viel habe. Zwei Comics, die ihr gleich seht, hatte ich schon angekündigt. Und zwei sind gerade, ja, eigentlich, nee, eins ist gestern eingetroffen, eins vor ein paar Tagen. Mein Bruder hat sie mir dann beide gegeben, damit ich sie euch zeigen kann. Und zwar zwei Schlümpfe-Comics. Hier haben wir einfach die Schlümpfe und das verlorene Dorf. Wer rettet Schlumpfhilde? So, komm. Schön. Das ist ja mit den weiblichen Schlümpfen, diese neue Schlümpfe-Serie, wo sozusagen Männlein und Weiblein haben ein eigenes Dorf sozusagen. Wir haben ja bisher immer nur die Männer gesehen, wo ich jetzt eben halt die Schlümpfe und die verlorenen Kinder, das den neuesten Abenteuerband auch habe, sind wie gesagt bei Thunfisch erschienen. Und hier seht ihr ja auch, diese Figur stammt aus dieser Serie. Ja, ich weiß, es gibt hier nicht genügend Platz, deswegen lege ich sie jetzt hier einfach mal hin. Ihr könnt das jetzt nicht alles sehen. Ja, Schlümpfe lese ich seit meiner Kindheit. Man mag über die blauen Zwerge halten, was man will, aber ich mag sie und ich mag auch die Comics dazu. Ja, und zwei Comics, oder auch sind zwar neuere Zeichner, aber ich bin damit aufgewachsen, mit Spirou und Fantasio. Und da hatte ich euch beim einem letzten Pickup auch gezeigt, da hatte ich mir ein Spirou Fantasio gekauft und festgestellt, es ist die Nummer 2 einer dreiteiligen Serie. So, inzwischen habe ich mir nachgeholt Teil 1 aus der Spirou und Fantasio Spezialreihe aus dem Carlsen Verlag, Happy Family, das ist der erste Teil. Dann gab es Centavios Rache, irgendwas mit Centavio, kann ich gleich sagen, müsste doch auch hier heißen. Komm, jetzt muss ich gucke nach, also hier der dritte Teil ist der Wolfsmensch, richtig gutes Comic. Spannend, sind auch eigentlich separat, also es hängt nur ein bisschen zusammen. So, Centavios Plan war das, das war der zweite Teil, sind richtig gut getroffen, finde ich, eben halt modern, ein bisschen modern interpretiert, aber auch eben eine sehr gute Geschichte, sehr lustig. Ein bisschen im Zeichen eben halt von Frank Queen. Hier gerade der Wolfsmensch hat mir von den dreien mit am besten wirklich gefallen. Happy Family, ja, da sollen Spirou und Fantasio an, ja, eigentlich ein etwas vom, für den Grafen von Rummelsdorf an einen besonderen anderen Ort bringen und werden dann von einer ganzen Reihe Verbrecher verfolgt, die eben halt diese Erfindung vom Grafen haben möchten. Richtig spannend. Und beim Wolfsmensch, ja, da sind sie auf der Suche nach einem Werwolf, ganz grob gesagt. Oder auch nicht. Das ist eben halt die Frage. Genau. Wo wir bei Comics sind, können wir auch gleich zum Mangas gehen. Wie gesagt, ich gehe es heute ein bisschen schnell durch, weil es gibt hier eine ganze Menge zu zeigen und ich werde auch nicht genug Platz hier haben, wie immer. Deswegen werden die größeren Teile auch gar nicht hier auf Platz dann auf dem Tisch Platz nehmen können. Genau, also, das waren ganz normale Käufe, deswegen da gehe ich auch auf Preise gar nicht ein. Dann hat mein Bruder Mangas gekauft. Er ist ja ein großer Fan der Computerspielreihe Atelier. Und da gibt es Mangas. Die sind beim Egmont Manga Verlag erschienen. 5 Stück an der Zahl. Und zwar Atelier Marie und Atelier Ellie. Gibt es da 5 Bände. Die sind gebraucht gekauft. Also glaube ich um die 30 Euro über Kleinanzeigen. Und ich kann jetzt hier nicht viel sagen, weil die haben keinen direkten Titel. Ich kann euch da wirklich nur die Cover zeigen. Und die erzählen Geschichten dieser Atelier-Reihe. Das ist ein eigenes Computerspiel gewesen und das
musste sein. Wie gesagt, 5 Bände, alle heißen Marie und Ellie. Ja, also, das waren gebrauchte Comics. Da komme ich dann, ja, wie gesagt, 30 Euro etwa um dem Dreh. Und dann gab es ein paar neue Mangas bei mir. Und zwar fange ich an mit dem größten. Der Band ist leider auch verrutscht da drin. Und zwar Gigant. Der finale Band kommt ebenfalls, zwar einzeln gab es ihn, aber ich gebe ihn auch in so einem schönen Schuber mit Grafiken drauf. Habe ich noch nicht ausgepackt, der ist gerade erst eingetroffen. Auch richtig schön. Ne? Gigant ist eine richtig gute Serie, finde ich. Ist von dem Künstler, der auch die Gans-Reihe gemacht hat. Geht darum, ja, um eigentlich eine junge Liebe sozusagen, um Papiko, ein Erotikmodel, was sich in einen etwas jüngeren Mann verliebt und die beiden füreinander einstehen und sie erhält dann ein Gerät von irgendwelchen seltsamen Menschen, durch die sie ihre Größe in einen Giganten sozusagen verändern kann. Ja, und dann kommen irgendwelche seltsamen Gestalten, um die Welt zu zerstören. Und das, sie versucht es mit ihren Mitteln zu verhindern. Tja, einfach eine coole Geschichte, ein bisschen abgedreht. Und das macht auch da diese Geschichte aus, ein bisschen anders. Und es gibt auch viele Anspielungen an weitere Werke von eben halt Hiroyo Oku, glaube ich, das heißt er. Ja, ich kann es jetzt so aus dem Kopf jetzt nicht alles. Die Namen sind, die japanischen Namen, man merkt sich einige, aber einige sind doch so ein bisschen ja, Zungenbrecher. Ne? Kann man so auch sagen. Egal. Dann gab es noch ein paar weitere Mangas, die ich mir gekauft habe. Alles neue Ausgaben vom, jetzt in dem Sinne, diesmal alle vom Carlsen Verlag. Als One Piece-Fan brauchte ich natürlich auch den neuesten Band 102. Und dann habe ich mir Killing Bites Nummer 17, ist noch verschweißt, habe ich noch nicht gelesen, ist gerade erst eingetroffen, ist ganz neu, ganz frisch. Also kurz vor Aufnahme in dieser, vor 2 Tagen, glaube ich, angetroffen. Auch neu, Eden Zero 17. Ich mag ja die Eden Zero Serie von Hiro Mashima, der ist sozusagen seine Nachfolgerserie von Fairy Tail. Großartig, Science Fiction Fantasy und ja. Eigentlich können mir die nächsten Bände immer nicht schnell genug kommen. Man ist so schnell durchgelesen und möchte weiterlesen. Richtig gut. Gefällt mir richtig gut. So, dann habe ich mir die ersten beiden Bände gekauft. Der dritte sollte diese Woche kommen. Eigentlich gleichzeitig mit Killing Bites. Ist aber leider nicht geliefert worden. Und zwar die Nachfolgerserie von Seven Deadly Sins. Four Nights of the Apocalypse. Wir verfolgen die Abenteuer des jungen Parsival, der natürlich ein bisschen Superkräfte hat. Und wohl einer der 4 Ritter der Apokalypse ist, die, ja, wie soll man so sagen, dass ja, die Welt vernichten sollen. Aber da stehen dann sozusagen heilige Ritter, die mit magischen Kräften gegen sie. Aber das ist nicht alles so, wie es scheint. Also nehmen Sie sehr interessant. Da habe ich Band 1 und hier habe ich Band 2. Und Band 2 habe ich in der Erstauflage. Und also seht zu, dass ihr die Erstauflage kriegt, denn da ist ein Shigichi drin. Und zwar sieht das Shigichi so aus. So, mit irgendeinem Text, den ich nicht lesen kann. Ist leider auch keine Übersetzung dabei. Finde ich sehr schade. Mit einem Autogramm. Ich weiß, wir hatten das gemacht. Hier habe ich irgendwo da. Den Aufkleber noch jetzt habe ich auch noch behalten. Da steht dann eben halt mit exklusivem Shigichi in der Sammlung. Das ist, zeichnet das aus. So könnt ihr erkennen, ob das diese Edition ist. Ja, wie gesagt, bei One Piece war das auch schon mal dabei, sowas. Glaube ich, bei One Piece war das, aber auch bei Fairy Tail, glaube ich, war auch alles dabei. Aber da wurde hinten drauf geschrieben, dann, was da auf Japanisch steht. Hier ist ein kleiner Text, ich kann es nicht lesen. Auf jeden Fall, ja. Denke ich mal, heißt es an meine getreuen Fans. Danke fürs Lesen. Sag ich mal so einfach. Ja, auf jeden Fall gefällt mir diese Geschichte gar nicht ganz gut. Man begegnet neuen Charakteren. Es spielt 16 Jahre nach Seven Deadly Sins. Also es gibt ein paar Anspielungen, aber es sind noch keine Charaktere von den Original Seven Deadly Sins aufgetaucht, auch wenn gerade so ein bisschen Erwähnung gefunden hat. Ja, mehr wird sich zeigen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es sich so weiterentwickelt. Band 3 war, ja, hätte ich gern gehabt schon, aber ja, ist halt so. Ne? Manchmal geht es nicht anders. So, dann habe ich mir einen Soundtrack gekauft. Kauft mir eigentlich seltener Soundtrack, aber irgendwie muss ich den haben,
weil von Hans Zimmer, und ich mag die Musik und ja, ich bin eigentlich auch ein James Bond Fan, deswegen wir werden sehen, es ist No Time to Die. Die gibt es hier in so einem Digipack. Hinten ist auch nochmal Daniel Craig drauf. Ein Booklet hier drin und dann habt ihr hier so ein eingefasst. Die CD, gar nicht so schlecht. Dazu muss ich sagen, über den Film will ich gar nicht so reden. In dem Fall mochte ich ihn. Ich bin aber ganz ehrlich gesagt nie so warm geworden mit den Daniel Craig James Bond Filmen. Ich bin mehr wohl beim klassischen Bond. Ich mag die Connery, ich mag die Moore, ich mag die Dalton, ich mag den Brosnan. Aber irgendwie mit Daniel Craig bin ich nicht warm geworden. Weiß ich nicht. Irgendwie werde ich auch mit manchen seiner Filme nicht ganz so warm. Keine Ahnung, ist halt manchmal so, obwohl dieser Film hat mir richtig gut gefallen und ich finde auch die restlichen James Bond Filme mit ihm sind sehr Action, aber irgendwie fühlen sie sich nicht für mich wie James Bond an. Aber gut, das ist Meckern auf meine Art. Unabhängig davon, ich mag die Musik. Hans Zimmer hat hier einen großartigen Soundtrack hingelegt. Es gibt da ein paar Themen, die sind Wahnsinn. Und dann wollte ich mir da auch nochmal die CD für meine persönliche Sammlung besorgen. Ja, habe ich gemacht. Gab es bei Amazon, glaube ich, für einen Zehner. War schon runtergesetzt. Besser geht's nicht. Ja. Oh, mit Filmen geht es dann auch weiter. Passt ganz gut. Und zwar, mein Bruder hatte sich nochmal einen Manga gekauft oder ein Anime gekauft. Und zwar ist das jetzt hier, kommt das in der Box. Er hat sich aber nur das zweite geholt von. Wie heißt die Serie überhaupt? Arifuerta. Das ist, ja, ich weiß eigentlich nicht, was für eine Serie das ist. Ich habe sie noch gar nicht gesehen. Kommt hier in diesem Schuber. Ich habe das jetzt aus Versehen hier rausgezogen. Na gut, ich lasse es jetzt erstmal draußen. Der Schuber war beim Band 1 und dann kommt das in so einem kleinen Mediabook. Entschuldigung, meine Nachbarn sind wohl gerade ein- und ausgegangen. Hier kann man die Tür klappern sehen. Hier ist so ein Poster dabei. Und ja, ein schönes Booklet. Also ein Mediabook kann man so sagen. Das lohnt sich ja auch. Also es, und ja, Teil 3 fehlt noch. Das Einzige, was eigentlich schade ist, diese Box ist so eng gebaut. Und der dritte Teil hat auch dieses Mediabook. Wir hatten, das passt nicht wirklich rein, der dritte. Das ist es eben halt. Irgendwie. Also ich kann nicht sagen, wieso. Aber er passt nicht rein, der dritte Teil. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Ansonsten, ich habe ihn nicht gesehen, den Anime. Mein Bruder hat ihn gesehen, er fand ihn gut. Auf jeden Fall schöne Artworks. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Außer, dass ich das nicht gesehen habe. Aber wie gesagt, es gibt so viel und das ist es eben halt. Genauso wie, was ich nicht gesehen habe, aber mein Bruder hat sich das gekauft. Und wir hatten da, glaube ich, von dem einen Film bereits eine Edition schon mal, aber irgendwie wollte mein Bruder sich die Limited Edition davon holen. Ja, was soll ich dazu sagen? Elvira, Herrscher der Dunkelheit, die Limited Edition, auf 1000 Stück limitiert, noch sealed hier, nicht geguckt, seht ihr. Und Elvira, Elviras Haunted Hills, auch die Limited Edition, auch ebenfalls auf 1000 Stück limitiert. Dazu kann ich nicht viel sagen, ich habe die Filme nie gesehen, Elvira ist eine Ikone, Horrorbereich, sage ich mal so, wird auch gerne immer wieder kopiert, weil sie eben halt durch ihr ja, besonderes Auftreten und Aussehen eben halt ja für Begeisterung gesorgt hat, kann man so sagen. Ja, für Aufsehen. Es ist halt ja irgendwie im Zentrum immer gelandet, das Ganze. So, was habe ich hier noch Wunderbares? Indirekt zwei Sachen. Fangen wir mit etwas Besonderem an und auch nicht irgendwo. Das war von eBay Kleinanzeigen, der Preis war günstig, aber es lag auch kein Wunder, es war unvollständig und wir haben es mitgenommen, weil bei uns, ja, wie soll ich sagen, ich zeige euch das, dann komme ich vielleicht leichter. Und zwar mitgenommen wurde bei Kleinanzeigen ein Star Quest, ich glaube 40 Euro bezahlt, es ist aber wie gesagt unvollständig. Und was aber dabei war, das war das Witzige, es waren zahlreiche Teile des Add-ons dabei. Was war mit dazwischen? Und aufgrund dessen haben wir das besorgt. Und mein Bruder wollte zwei, drei Sachen bei seiner anderen Edition, die wir in einem anderen Pickup hatten, nochmal ergänzen. Somit haben wir ein paar das als Ersatzteile genommen. Ist auch leider aus einem Raucherhaushalt, das nicht da sozusagen
in der Anzeige stand. Aber es ist ein interessantes Spiel. Ist halt ein Fantasy aus dem Warhammer-Spiel, aus dem Warhammer-Bereich. Ein Klassiker. HeroQuest ist ja der andere Teil gewesen, der auch sehr gefragt ist. Das, was jetzt hier ist, ist auch, wie gesagt, unvollständig. Da fehlt eine ganze Menge. Es sind, glaube ich, gar keine Spielfiguren dabei. Aber ein Spielbrett und es waren Würfel und Handbücher und eben halt für die Spielfläche und so weiter. Und wir haben uns eben halt ein paar Teile ausgetauscht. Und das wird jetzt auch als Ersatzteillager sozusagen weitergehen. Wir werden es abgeben. In dem Sinne, irgendeiner wird sich melden. Ich werde das auch demnächst Kollegen zeigen. Und wenn die irgendwie was haben, was fehlt, dann wird man sich da sicherlich auch einig. Ja, deswegen, da findet leider hier keinen Platz. Und ja, das letzte Game, was jetzt nur zu sagen, also ich muss euch dazu sagen, kein Computerspiel. Es hat zwar mit Computerspielen zu tun, das werdet ihr auch gleich sehen. Für Computerspiele werde ich ein extra Pickup machen. Nur so am Rande, da gibt es auch eine Menge, aber aufgrund der Länge. Und ihr seht ja, ich habe so ein bisschen was zu erzählen und da, es kommt ja auch noch was anderes nochmal. Ich zeige euch auch noch Lego. Ja, deswegen habe ich jetzt noch eine Sache, und zwar mein Bruder hat ein Brettspiel gekauft bei Forge Games. Ich war selbst sehr überrascht. Ich komme nach Hause und dann stehen die Dinger vor der Tür. Kartons. Na, vielleicht blende ich dieses Bild jetzt gleich ein. Ich habe ein Foto davon gemacht, weil ich es auch meinem Bruder geschickt habe damals. Ich habe gesagt, was ist das denn? Und wenn ich dieses Foto einblende, seht ihr auch schon, was es ist. Denn es ist das Brettspiel zu, oder das Rollenspiel zu Horizon Zero Dawn. The Board Game. Schwer, ganz schwer. Es ist der Basiskasten. Ihr seht eine ganze Menge Zubehör. Es ist erst auch noch verschweißt. Ich sag ganz ehrlich, ich habe hier jetzt nur diesen Basiskasten liegen. Ich blende euch jetzt hier so eine ganze Menge noch mal ein an Fotos, denn da sind einige weitere Kästen drin und diese Kästen erhalten eine Menge Add-ons und Einzelfiguren, zusätzliche Figuren. Ja, eigentlich alles, was man in dieser Welt spielen kann. Es ist ein sehr umfangreiches Brettspiel, wie ist das in der Welt spielt. Man spielt unabhängig in dieser Welt. Es gibt auch Aloy als Figur und eine ganze Menge der Fahrzeuge und so weiter. Richtig gut. Es entstand aus Kickstarter. Über Kickstarter wurde das gebackt und beziehungsweise konnte man auch backen. Dann gab es ein paar zusätzliche Teile. Wir hatten ja auf dem Flohmarkt vor einiger Zeit so ein paar zusätzliche Add-ons gefunden. Dadurch hat mein Bruder wohl Lust bekommen, das sich auch in die Sammlung zu stellen. Von Steamforge Game haben wir bereits Resident Evil 2 und 3 als Boardgame und Teil 1 wird auch noch bald kommen. Also ist kurz vor Lieferung. Mein Bruder dachte erst, als das geliefert wurde, dass wir Resident Evil 1 als Brettspiel bereits bekommen. Aber nein, das sollte noch kommen. Sollte auch dieses Jahr kommen. Mal sehen, ob es noch kommt. Aber es ist ohnehin schon so sehr, sehr viel hier zu zeigen. Ja, das waren jetzt hier alles, was ich an Comics, Mangas, Filmen, Soundtracks, Toys und Brettspielen eben halt, wie gesagt, neu habe in der Sammlung. Ja, und dann räume ich jetzt den Tisch frei und ich zeige euch Lego. Lego, das Lieblingsthema meines Bruders. Ich habe jetzt hier unten alles stehen und liegen, was er neu gekauft hat. Es sind eine ganze Menge schöner Teile und ich zeige sie euch einfach mal. Und zwar habe ich hier einmal von der Star Wars Serie Andor eins der Hauptsets mit Cassian Andor, Lucen Rail und Cyril Karn. Das ist mit diesem Angriffsschiff, was relativ früh am Anfang war. Richtig cool. Wichtig ist, dass die Hauptfiguren dabei sind für meinen Bruder immer wieder. Und ja, deswegen musste das sein. Ja, dann er hat beim Lego Store sozusagen das bestellt. Das ist hier ran voll alles. Ich
weiß gar nicht, wie ich das alles zeigen soll. Beim Lego Store, beziehungsweise jetzt eben halt Online Store, da gab es als Bonus dieses House Creator Set. Auch sehr interessant, man kann so verschiedene Dinge bauen. Sagt mir nicht viel, aber gut, das gab es als Bonus. Warum nicht dann? Ja, dann hat mein Bruder aufgrund von Avatar zugelegt. Ich weiß gar nicht, ich müsste mir in die Kamera schauen, sage ich, merke ich, aber egal. Und zwar einmal dieses Avatar-Set mit, ja, ich weiß es gar nicht. Ich habe den Film gesehen, den zweiten kenne ich ja noch nicht, aber es ist hier auch vom zweiten Teil eben halt. Und Kampfmech, auch richtig cool. Ein Set. Ach, ich leg's mal hin. Es wird sowieso voll. Und ein Set vom ersten Teil hier von Avatar. Ihr seht, es ist schon Wahnsinn, was da gibt. Das mit dem Flugschiff und dieser Forschungsstation. Und ihr könnt sehen, eine ganze Menge dabei. Richtig cool sieht schon aus. Wie gesagt, Avatar, ich mag den Film, aber Lego wäre jetzt hier nicht meins. Aber mein Bruder, der liebt diese Sachen. Dann soll er auch das sich holen. Und genauso vom Avatar-Set gibt es diese Brickheads mit zwei Hauptfiguren sozusagen. Gehört er auch zur Sammlung. Ja, dann, was habe ich hier noch? Achso, das war auch als Bonus, gab es dieses Weihnachtsset. Jetzt im Lego Store. Jo, kann ich nicht zu sagen. Ich mag das Eichhörnchen. Also diese beiden Sets gab es gratis dazu. Und das ist immer so, wenn man beim Lego Store bestellt, ab einem gewissen Betrag werden einem gratis Sachen hinzugepackt. Manchmal weiß man es vorher, welche es sind, weil die durch Aktionen eben halt angekündigt sind. Das kann auch mal was für Star Wars sein, was Spezielles mit Themen. Ja, und Weihnachten kommt immer irgendwo was in diese Richtung. Dann ist auch nochmal von Star Wars, auch so Brickheads, Obi-Wan und Darth Vader zum gleichnamigen Film. Mussten auch sein. Braucht er. Ja, und dann habe ich hier nur noch eigentlich zwei Sets. Und das eine ist klein und das andere ist riesig. Und zwar habe ich einmal das Set hier von Lego Jurassic World. Auch richtig cool mit diesem ausgestorbenen, also mit dem Skelett-Rex. Und wer genau hinguckt, ihr seht ein Baby Triceratops. Und eben halt den Owen, der gespielt wird von Chris Pratt im Film. Aber das Besondere ist eben halt, hier ist der Charakter Darius dabei. Darius kommt gar nicht im Kinofilm vor oder so, sondern aus dieser Jurassic Park Animationsserie, die wirklich großartig ist. Kann ich euch auch nur empfehlen. Ist richtig, richtig gute Serie. Ich glaube, es gibt 3 oder 4 Staffeln, also jeweils immer 8 Folgen oder so. Richtig gute Geschichte, die so parallel zu Lost World, also nein, nicht Lost World, Jurassic World entsteht. Ne, die sind, der Darius ist halt so, besucht so eine Art Pfadfindercamp, was errichtet wurde im Jurassic World Park. Ja, und dann passiert eben halt die Ereignisse vom Kinofilm und er und Freunde oder Menschen, die er da einerseits kennenlernt, Jugendliche, die dann zu seinen Freunden werden, ja, die müssen zusammen überleben. Das ist eine richtig gute Geschichte. Also das ist richtig gut, auch erwachsener als man denkt. Also richtig gut. Und dann, wie gesagt, das Set und da ist die Figur dabei. Die anderen Figuren dieser Serie gibt es auch in solchen Sets. Ja, ihr seht, randvoll mit Lego. Und jetzt habe ich hier ein einziges Set, was mega groß ist, was aber auch ein richtiges Highlight ist. Mal sehen, wie ich das hier jetzt hier hinkriege. Oh, schwer. Das ist schwerer als das Original. Der Atari 2600er, auch aus Lego. Einfach nur Wahnsinn. Ihr seht es. Wahnsinn. Ich muss das mal hier einfach hinstellen. Also, es ist schon ein richtig cooles Teil. Mit dem Atari sind mein Bruder nicht aufgewachsen. Das war auch der Grund, warum mein Bruder dem das unbedingt nochmal aus Lego haben möchte. Er ist Lego-Fan, er hat sich auch das Super Nintendo gekauft. Ja, und das musste er haben. Hier sehen wir auch 3 der kultigsten Module. Centipede, so ein kleines Action-Shooting-Game oder ein bisschen Arcade. Es sind halt Arcade-Games, kann man auch so sagen, fast.
Adventure, das erste wirkliche Rollenspiel-Adventure-Spiel, was es sozusagen auf dieser Konsole gab, legendär, wird auch zitiert im Film Ready Player One. Also das ist eine der Sachen. Asteroids, Raumschiff muss Asteroiden abballern. Ganz, ganz simpel. Ich habe damals stundenlang auf dieser Konsole das Spiel gespielt. Heute weiß ich, dass ich das nicht mehr so lange aushalten würde. Aber das hat mich damals gefesselt. Man hatte auch nichts anderes. Es war einfach neu, es hat einen noch fasziniert. Und man hat seine eigene Geschichte ausgedacht. Man hat dann gespielt, ich bin Raumpilot, muss den Weltraum befreien von Steinen. Also in dem Sinne von Asteroiden, die im Weg waren. Man hat da rumgespielt, man hat sich gegenseitig Geschichten erzählt, wenn man zu zweit spielt. Ich habe Missile Command mit einem Kollegen gespielt damals und wir haben uns dann eine Geschichte erzählt dazu. Und dann, ja, jetzt müssen wir verteidigen und schon wieder greifen sie an. Wir sind jetzt und auf dem Planeten, immer je nachdem, welche Farbe von welchem Level war, haben wir dann eine Geschichte uns erzählt. Ja, so ist es eben halt. Sehr schön ist übrigens bei diesen Modulen, dass hier so eine Landschaft, kann man fast sagen, dass so ein bisschen thematisch was aufgebaut ist, was auf die Module gesteckt werden kann, hier auf diese Module. Und auch hier gibt es was, was man rausstellt. Ich guck mal kurz. Ich kann euch das ja hier zeigen. Hier seht ihr das hier, so eine kleine Landschaft sozusagen. Ja, richtig cool. Richtig cooles Set. Ja. Und was soll ich anderes sagen? Mehr habe ich nicht. Das waren die ganzen Pickups für heute. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß dabei, diese ganzen Sachen mitzusehen. Sagt mir in den Kommentaren, wie immer, was ist euer Highlight? Was habt ihr auch? Und ja, wie gesagt, ich freue mich über jeden Kommentar. Liken natürlich auch. Falls ihr noch nicht kein Abo habt, bitte abonnieren. Das freut mich auch. Dann weiß ich, dass es sich lohnt, noch mehr Content zu machen. Auch wenn es vielleicht nur Pickups sind, vielleicht nur Let's Views sind. Und lasst mir auch wissen, wenn ich irgendwas von dem, was wir hier haben, mal ein bisschen detaillierter vorstellen soll. Wenn er sagt, Mensch, kannst nicht davon ein bisschen mehr zeigen, du hast es einfach zu wenig gezeigt. Sagt es bitte. Ja, und somit verbleibe ich mit ein paar abschließenden Bildern von den Pickups noch. Bis zum nächsten Mal.